Hallo und willkommen zurück in der Parkside-Werkstatt. Mein Name ist Philipp. Im heutigen Video geht es um den Unterschied zwischen Schlagbohrmaschine und Bohrhammer. Ich möchte euch jetzt einen kleinen Überblick geben, was es für Maschinen gibt und wofür sie sich am besten eignen. Wir starten mal mit dem Schlagbohrschrauber. Der Akku-Schlagbohrschrauber kann drei Sachen: mit Schlagbohren, normal bohren und Schrauben reindrehen. Das heißt, er ist so ein Allrounder. Wenn du einen Akkuschrauber brauchst, der ein bisschen mehr können sollte, dann nimm den hier. Den Schlagbohrschrauber benutzt du üblicherweise zum Bohren in Nichtmauerwerk. Das bedeutet Holz oder Metall. Wenn du dennoch mal in Mauerwerk rein möchtest, schaltest du den Schlag dazu. Schlagbohren bedeutet, dass zusätzlich zur Drehrichtung des Bohrens noch axial zum Bohrer, also in diese Richtung, ein kleiner Schlag noch gegeben wird. Dadurch gibt es natürlich ein bisschen mehr Power in die Wand rein. Natürlich funktioniert er auch als ganz normaler Akkuschrauber. Du kannst den Drehmoment einstellen für Schrauben aller Größen. Durch die kompakte Form und die Handlichkeit ist das hier also ein Universalgerät. Das hier ist der Akkubohrhammer zur kraftvollen Bearbeitung von Beton, Stein, Metall und Holz. Er hat zwei Funktionen, einmal mit Schlagbohren und einmal ohne Schlagbohren. Über die SDS-Aufnahme spannst du deine Steinbohrer ein. Es gibt aber auch einen Adapter, über den spannst du Holz- und Metallbohrer ein, aber auch Bithalter zum Schrauben reindrehen. Ganz wichtig, wenn du diesen Adapter benutzt, musst du unbedingt den Schlag ausstellen. Der Unterschied zum Schlagbohrschrauber ist die größere Hublänge sowie die Kraft, was dir den Vortrieb in der Wand erleichtert. Somit kannst du dich auf deinen Bohrwinkel konzentrieren. Dieses Gerät ist perfekt, wenn du einige Löcher bohren musst, denn er vereint Schlagkraft und Handlichkeit. Die nächstgrößere Maschine ist der Bohr- und Meißelhammer. Diese Maschine benutzt du zum Bohren, Schlagbohren und zum Meißeln. Du hast wieder einen zentralen Wahlschalter für alle Funktionen. Diese Maschine hat natürlich mehr Schlagkraft und mehr Power und über die SDS-Aufnahme spannst du alle Meißel und Bohrer ein. Bei dieser Maschine ist es ganz besonders wichtig, dass du auf deine persönliche Schutzausrüstung achtest, das heißt Gehörschutz, Schutzbrille und Staubmaske. Die Maschine hat noch einen Vibrationsdämpfer integriert, der deine Gelenke schont bei intensiver und langer Nutzung. Es gibt auch noch eine Position, in der kannst du die Ausrichtung deines Stemmmeißels verändern, wenn du mal in einer anderen Position stemmen möchtest. Der Unterschied zum Bohrhammer besteht darin, dass du die Drehbewegung abschalten kannst. Dadurch kannst du auch nur meißeln, kommt zum Beispiel vor bei Abbrucharbeiten. Zur gleichen Familie gehört auch der Abbruchhammer. Er ist für deutlich schwerere Arbeiten geeignet, verfügt dementsprechend auch über einen SDS-Max-Aufsatz. Den brauchst du, wenn du mal wirklich was runterreißen willst. Jetzt findest du ganz sicher das passende Werkzeug für dein Projekt. Geh es einfach an. Du packst das.